Brauche ich jetzt nicht, deswegen lege ich es mal hier rein. Das brauche ich jetzt auch nicht. Doch, das brauche ich. Knochenmehl könnte ich brauchen für die Schafe, aber ich habe genug weiße Schafe eigentlich. Rote brauche ich eigentlich, rote Schafe. Rote Schafe. Rote Schafe, sagte ich. Hä? Schafe? Keine Ahnung, was das war. Oh, will doch keiner. Das ist doch von letzte Saison. So, das kann ich hier ordentlich scheren. Na, du schaffst ihn. Was war denn noch so? Hast du was essen? Das kann das mal weg, wenn ich brauche. Was das hier? Schaf, 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 yeah. Scharf und scharf. Scharf. Das ist echt scharf. Oh mein Gott. So viel Liebe. So viel Liebe. Oh mein Gott. No. Was haben wir denn? Wir haben noch rote Runde. Ich weiß ja, wie es rote Teppiche ist. Das haben wir noch braune Runde. Das haben wir noch braune Teppiche. Ich glaube, ich lege jetzt mal was an. Wir haben ganz schön viel dabei. Habe ich hier nicht mal eine Kiste? Das ist bitter. Dann geh mal hierher. Ja, ihre Datenbank wird natürlich sehr, das ist wirklich gerade mega klar. Stein, Gras, 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 Gras. Okay, wir haben jetzt graue Wolle, wir haben weiße Wolle. Wir haben Erde, wir haben hellgraue Wolle, wir haben... Das gehört zu dem, dann kommt das hier her, das gehört hier hin. So. Und hier haben wir noch anderes Zeug. Flup. Tada! Was für eine Mucke, Alter, ey. Was für eine Mucke. Ach ja, das schwarze Auge. Wir spielen ja momentan Memoria, wer das noch nicht weiß. Den Nachfolger des schwarze Auge habe ich mir jetzt geholt. Spielen wir momentan. Finde ich mega geil, mega gelungen. Daddy halt, ne? Ohne da jetzt die große Schleimspur ziehen zu wollen. Werde ich auch gleich noch aufnehmen im Anschluss. Boah, das rumgerannt, aber mein Gott, kriegt mir echt den Rest hier mittlerweile. Können wir einfach hier stehen und warte darauf, dass die müden Geschäfer sich bewegen. So, wie viel haben wir denn mittlerweile? Das hält sich in Grenzen. Was machst du denn? Na, du. So, da dein Schaf gegessen? Wie essen so langsam die Schafe? Braun essen schnell. Braune Schafe essen schnell.
Lasst euch das gesagt sein, Kinder. Oh, ein schwarzes. Ich glaube, ich werde die braunen gleich mal zu schwarzen Schafen machen. Braun. Schwarz. Weil braune Schafe sind jetzt so der Hit. Wer ist hier? Die Kleinen hier, die fressen mir die ganze Visika. Ja, wir haben schon ordentlich Teppiche gesammelt, auf jeden Fall, kannst du nichts anderes sagen. Wir sollten eine Wollefabrik starten, eine Wollefabrik. Müssen wir auf jeden Fall noch ein größeres Weizenfeld anlegen, vielleicht machen wir hier hinten gleich eins. Könnt ihr euch direkt mal anfangen, wenn ich einmal hier dabei bin. Habe ich meine Eier einmal mich hier vorne? Ich brauche eh mehr Weizen. Also ein automatisches Weizenfeld werde ich nicht mehr bauen. Das ist, ich meine, jeder hat bestimmt mal gesehen, wie ein automatisches Weizenfeld gebaut wird. Es war mal eine gewisse Zeit, waren diese automatischen Felder übelst cool und übelst gern gesehen. Ich muss sagen, ich brauche es jetzt nicht mehr. Ich habe schon so viele automatische Weizenfelder gebaut. Das ja. Ist halt nichts Besonderes, ist halt einfach nur automatisch. Das ist doch viel schöner, wenn du so ein schönes, gestrecktes Feld hast, wo du einfach selbst drüber rennst. Und mal, machst du hier oben bitte. Und Hepsala und Hoppala und Klack, Klack. Ich finde es cool, dass wir so Schleichwege hier so haben hier. Zum Beispiel einfach mal so durch. So. Warum habe ich da Steine hingepackt? Kann man das mal erklären? Wahrscheinlich nicht, gell? Hier wird der Weg dann weitergehen. So, dann machen wir mich hier. Moment. Lass mich kurz überlegen. Dann kommen hier vier. Wassergraben. Vier. Weg. Was ist das denn? Yeah! Jetzt geht's aber ab hier. Woo! Ui, 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 ui. So muss es abgehen. Jawoll! Ich möchte das sehen, meine lieben Damen und Herren. So muss das sein. Ich bin begeistert einfach nur. Muss da jetzt Erde. Ja. Und hier. Da ist ein Moment. Und einmal Wasser benutzen. Ausbauen möchte. Genau. Das reicht hier noch? Ich weiß, das ist ja der Weg hier. Hier kommt er noch ein Wasser.
Ich habe mir übrigens gemerkt, ich ignoriere ihn einfach. Mir wurde gesagt, wenn man die Viecher ignoriert, dann gehen sie aber von alleine weg. Ja, voll albern, wenn Zombies auf Fleisch fixiert werden. Und ich erst in Ruhe lassen mit dem Hut. Dann nicht mehr da. Je nachdem, wie Zombies das halt so machen. Keine Ahnung. Ich habe noch nie mich mit einem Zombie darüber unterhalten, wie er seine Verzehrgewohnheiten denn gewohnt ist. Es ist sehr normal, dass er sich an Gewohnheiten gewöhnt. Also, nicht für einen Zombie Gezerrgewohnheiten haben. Glaube ich. Und wenn nicht, dann... Tja, ne? Ist doch nicht mehr trotzdem. Das macht keinen großen Unterschied. Und da haben wir wieder eine ganze Menge viel Mist. Yeah, yeah. Oh mein Gott, nicht auf meine Schafe. So ein Rowdy. Rowdy ist auch ein schönes Wort. Beleidigt niemanden, aber gleichzeitig zeigt man, dass man nicht einverstanden ist mit dem, was derjenige tut. Tolles Wort, tolles Wort. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Schafe, okay. Nichts mehr da an Schafis. Gut, dann brauche ich jetzt... Den da kann ich mir erstmal nehmen und habe ich Eisen hier zufällig? Nee, gell? Habe ich nicht, aber ich habe Stein. Und jetzt habe ich zwei Steinhacken. Und jetzt habe ich Kies. Und das ist alles, was ich brauche für einen... Nee, Moment, da fehlt noch was. Nee, 40. Fehlt doch nicht, Mensch. Du hast es auch gewollt, du bist extra stehen geblieben, nur damit ich die Schere. Den Gefallen tue ich ja natürlich gerne. Auch da möchte jemand geschoren werden. Ja, die... Das heißt ja eigentlich geschoren, ich weiß gar nicht, geschoren? Ich habe es geschoren. Es ist geschoren worden aus Vergangenheit, okay, das hab ich gerade. Brainless und so. Ja, wo ich stehen, dich brauche ich gleich noch. Skillshot! 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 Und Headshot! Was ist hier eigentlich hier? Wow. Skillshot. Da kann ich auch. Sehr schön. So möchte ich das sehen. Wow, wow, wow. Oh, kein Skillshot. Skillshot, kein Skillshot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist okay. Der ist okay. Oh mein Gott. In your face. Sie wurden gerade geowned. Ich führe das hier mal gerade noch ein bisschen weiter. Also hier wäre dann der nächste Weg. Ja, okay. Habe ich noch ein bisschen Erde? Ja, habe ich auch noch. Kann ich die Erde auch gleich mal verbauen. Also ich kann ja theoretisch gleich noch ein Feld dran basteln, weil das tut ja sonst noch bewässern. Alles klar, so, dann hauen wir uns mal hier unsere tollen Spitzhacken rein. Brauche ich aber noch ein paar Seerosenblätter. Ich würde es mir gerne mit Seerosenblättern absichten. Das soll eigentlich nicht so sein. Hallo? Ah, okay. Ich
frage mich, ich bin mir gar nicht sicher, ob die nächste Woche hier Spitzhack... Nein, jetzt gleich habe ich's. Ob die Hacken überhaupt reichen. Zwei. Ich hoffe es einfach mal innig. So. Geht's ein bisschen das Feld. Ja, gut so drauf. So. Ja, bis hier geht das Feld, genau. Komm, solche Zombies zu trampeln ist der wieder. So. Kann ich hier zum Beispiel Steine reinbasteln, so schön. Der Nebel war grad geil. Will ich was probieren? Soll ich natürlich zweier machen? So, sehr schön. Sieht doch cool aus. Ja gut, dann machen wir es mal so. Da kommt da das Tor hin. Dann hast du hier dein Feld. Wo dann hier noch die Rosen reinkommen, also die Rosenblätter. Und dann kannst du durchlaufen und kannst dir alles anbauen, bis dahinter kann das gehen, das Feld. Und da haben wir dann wirklich noch ein großes Set, wo wir für die Tiere anbauen können. Möhren, Weizen, Getreide. Alles, was die Tiere halt brauchen, ne? Und dann hier nochmal die... So. Nice, Alter, nice. Das ist richtig nice. Was auch gleich nice ist, ich gehe jetzt nochmal runter. Ich mache das jetzt noch fertig, das Feld, bevor ich die Aufnahme beende. Mir wurde geraten, ich soll vielleicht mal ein anderes Texture-Pack nehmen. Ich soll mir ein 256er Texture-Pack holen, dass die sollen helfen gegen sowas. Werde ich dann ausprobieren in der nächsten Folge. Hoffe ich zumindest, dass ich nicht vergessen habe bis dahin. Jetzt hole ich mir auf jeden Fall erstmal kurz Weizen. Wenn ich ein bisschen hier mehr habe. Und ein kleines bisschen Holz brauche ich. Kartoffeln. Ja, ein paar Hammer. Sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall jetzt ordentlich Weizenproduktion danach. Da brauchen wir nicht mehr uns Sorgen machen, dass das kleine Feld nicht mehr reicht. Für uns, für die Heuballen, die wir noch machen wollen, die Riesenmengen. Aber auf jeden Fall ordentlich werden. Brauchen wir Holz. Genau, die Kirche habe ich gesucht. Auch Holz brauchen wir demnächst mal wieder. Wird alles langsam knapp. Langsam knapp. Der neue Film von bald ist es soweit. Was? Was? Die Weizenproduktion schon wieder mal ran. Hey, hab ich dich erwischt, schau. Moment, du bist immer mal zurück. Wir wollen natürlich auch Zäune bauen aus dem Zeug hier. Eins, zwei. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Ja, also jetzt ist wirklich der Moment, wo ich gleich das Deo verwenden werde. Hab ich denn keine? Hab ich nicht. Ja.
So. Nice, sieht irgendwie cool aus. Und hier fühle ich dann einfach den Zaun weiter. So, dann hauen wir jetzt mal hier noch das Zeug hier rein. Wenn wir schon einmal dabei sind. Dann kann das schön gedeihen bis zur nächsten Folge. Oder auch nicht, weil ich hätte die auch noch am Ende, aber egal, passt ja. Ach ja. Wird schon was werden. Ich könnte das sogar für das wenig Weizen gewesen sein. Schaut fast so aus, als wäre das sogar zu wenig Weizen für das Riesenfeld ist. Schon geil, da haben wir dann eine recht große Produktion. Wenn du da 30 Weizen rauskriegst mit einem Schlag. Kannst du auf jeden Fall was anfangen damit. Erstmal was anfangen kannst du auf jeden Fall. Erstmal etwas anfangen. Ja, das wird sehr schön. Groß und vor allem famos. Wunderbar, glatt und klar wird es mega groß. Mega groß, mega groß, riesengroß und mega fett. Super toll und super geil. Mann, finde ich das nett. Hier sind wir doch ein zu weit raus, wenn wir den Zaun noch machen wollen. Ja, da wird mehr als, wenn fast 4 Stacks rauskommen, dann ist ja cool. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute erstmal. Mensch, nein. So. Wie ging das? Achso. Dann war es das für heute erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Adios, amigos. Warte, ich will das scharf schlagen. Komm. Gespankt. Ciao.